in die Unendlichkeit heißt die Ausstellung, die jetzt im Neandertal-Museum zu sehen ist. Und Sie sehen ganz tolle ägyptische Objekte, die wir aus dem Museum in Florenz ausgeliehen haben. Sie sehen bunte Sarkophage, tolle Stelen, die man in den Pyramiden gefunden hat, kleine Skulpturen und bunte Amulette. Also eine ganz tolle Ausstellung, die jetzt hier im Neandertal-Museum zu sehen ist. Jeder fragt sich natürlich, was hat das Neandertal-Museum mit den Mumien zu tun? Bei den Neandertalern kennen wir als früheste Menschenart auch schon Bestattungen. Insofern interessiert uns das natürlich, wie andere Menschen bestattet haben. Ägypter haben einen großen Kult um ihre Bestattung gemacht. Spannende Jenseitsvorstellungen lernen wir hier kennen. Und deswegen ist die Ausstellung auch für uns sehr interessant. Wir haben ein super Programm zusammengestellt für die Besucher. Für die Erwachsenen gibt es einen Abend Wein für den Pharao. Da können Sie alte, edle ägyptische Traubensorten testen, sich ein bisschen erzählen lassen zu den Weinen, die aus dem alten Ägypten kommen, und eine Führung durch die Ausstellung bekommen. Mein persönliches Highlight sind ja die Ushebtis. Die wurden den Verstorbenen nämlich mit ins Grab gegeben, um im Jenseits alle die Arbeiten zu erledigen, die einem selber lästig waren. Feldarbeit zum Beispiel. Also ich hätte da auch so manche Idee, wofür ich einen Ushebti brauchen könnte. Ein besonderes Highlight für die Kinder ist sicherlich die Kindermumiennacht. Das ganze Haus gehört an diesem Abend den Kindern. Sie können sich Augen malen wie Nofretete, in Leinen einwickeln lassen wie bei den Mumien und noch tolles anderes erleben. Im Rahmenprogramm haben wir diesmal sehr viel entwickelt, ganz besonders viel für Schulklassen. Das machen wir sonst für Sonderausstellungen ja nicht, aber diesmal haben wir zwei Workshops für die Schulklassen und eine ganz spannende dialogische Führung hier durch die Ausstellung. Ein Workshop geht um Hieroglyphen und ein Workshop geht um die Jenseitsvorstellung der alten Ägypter. Schulklassen zum Beispiel, denen zeigen wir, wie dieser Einbalsamierungsprozess vorangegangen ist. Es wurden Organe entnommen, die wurden in speziellen Vasen aufgehoben. Zum Beispiel, das kann man hier direkt rausnehmen, die Lunge. Die Lunge, die wurde in der Vase aufgehoben mit dem Pavian-Kopf. Und wenn die Schulklassen noch mehr wissen wollen, dann können sie auch noch mehr Organe entnehmen und immer zuordnen, zu welcher Vase die gehörten. Die Ausstellung ist bis zum 27. April 2014 im Neandertal-Museum zu sehen.